Oh, the camera's there. Yeah. Guten Morgen aus dem wunderschönen, sonnigen, aber ultrakalten Berlin. Halb fertig gemacht übrigens. Und wir sind jetzt auf dem Hotelzimmer, also meine Schwester und ich. Ich bin ja schon ein paar Tage länger hier. Sie ist gestern angereist. Und gleich geht's schon zum Friseur. Und dort werden wir die Haare schön gemacht bekommen, weil es geht ja heute auf die Fashion Week. Heute ist die große Maybelline-Show. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen fertig machen, also zu Ende schminken und so weiter. Dabei ein bisschen frühstücken, ein bisschen Musik hören. Übrigens, ich werde ja immer gefragt, was ich so für Musik höre, ob ich nicht mal eine Playlist machen kann oder so. Und ich habe endlich eine Playlist erstellt. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich für Musik höre, ich habe euch unten einfach den Link reingepackt. Juhu, das Frühstück ist da. Oh Gott, das sieht gerade so schön aus mit der Sonne. Ich bin halt auch echt schon minimal aufgeregt. Ich werde in die Pressekonferenz mit Gigi Hadid gehen. Was ist mit dir? Das ist Kaffee, weißer, kein Zucker. So, wir fahren jetzt zum Friseur und werden uns dort ein bisschen schön machen lassen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll. Meine Schwester auch nicht. Ich glaube, du wolltest irgendwas Geflochtenes oder so, ne? Ja. Ja. Ich bin jetzt beim Friseur und diese Frisur heißt Fine & Dandy. Sieht ultra geil aus. Ich zeige euch gleich nochmal hier alles. Und wir haben dann auch ein bisschen Buffet und Getränke und alles. Und jetzt kriege ich die Haare gemacht. Mal sehen, was der nette Herr hier aus mir macht. So, ich bin jetzt fast ready. Es ist einfach nur eine schöne Föhnfrisur geworden. Relativ glatt. Schon ein bisschen... Ne? Ihr seht es schon. So, ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz hier das alles. Die schönste Frisur Moin. Des Abends. Und wir haben hier noch ein bisschen Catering und leckere Snacks. Davon nehme ich mir gleich auf jeden Fall mit. Alkohol natürlich. Ne? Und kleine, ich glaube es ist Kuchen im Glas. Kurz Durchlauf und ein Brot für mich. So, ich bin jetzt im Adler noch ganz kurz auf der Toilette. Und wir gehen jetzt zur Pressekonferenz. Die ist nämlich genau hier im Adlon. Da kann ich euch natürlich leider nicht mitnehmen, weil es sehr privat VIP alles ist. Keine Ahnung, ich kann auch leider meine Schwester nicht mitnehmen. Is it live? No, not live. Okay. I'm putting it into a video. Oh, the camera's there. Yeah. Thank you. So, das war schön. Also, ich bin jetzt nicht so der Überfan von Gigi gewesen oder bin kein Superfan, aber nach diesem heutigen Tag und nach dieser Pressekonferenz, sie ist super sympathisch, sie ist total lieb, voll, weiß ich nicht. Also, sie strahlt halt so wirklich, ne, wie ich auch schon öfter gehört habe, jetzt so eine hat jetzt wohl auch. Und ja, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Fashion-Zelt. So, ich habe jetzt ein Interview zusammen mit Lena Gerke. Die lerne ich jetzt auch zum ersten Mal kennen. Und ich bin gespannt, wie sie so drauf ist. Sie steht da hinten irgendwo. Ich will jetzt nicht so stalkermäßig sein und die filmen. So, also, was ist geplant? Erzähle mal uns beiden hier. Also, ihr zwei beiden, geplant ist, dass dieses schöne Schminktäschchen von uns wird. Und zwar einmal von dir, Lena, einmal von dir, Bella. Und auch einmal von Boris. Mhm. Und hinterher können alle User, die Lust haben, einen Tweet absetzen und sagen, welches Täschchen denn das schönste mit den schönsten Produkten oh. ist. Oh, ein Wetzel! Kamera läuft. Und bitte. Wir sitzen jetzt hier Backstage schon. Und werden schon die ersten Sachen vorbereitet. Aber ich sitze hier mit der lieben Bella, die kommt mit uns hier. Schön, dass du da bist. Ja, ich komme auch. So, also der erste Dreh mit Lena ist jetzt durch und jetzt... Wie ihr seht, der berühmte Maybelline-Koffer. Ihr kennt ihn alle von G&T. Und ich werde jetzt ein kleines Make-up-Bag zusammenstellen und das wird dann verlost. Und ich muss gerade mal gucken, ich habe gerade eine Reizüberflutung von allen Sachen, die hier drin sind. Ich werde jetzt was zusammenstellen. Hallo Leute, ich bin hier auf der Fashion Week in Berlin und ich habe jetzt eine kleine Überraschung für euch. Und zwar, ihr seht, ich habe hier ein Make-up-Bag.
Und das werde ich jetzt befüllen mit meinen Lieblingsprodukten von Maybelline. So, alle Drehs für heute erledigt. Also fast alle. Nachher noch ein bisschen Presse und so. Und ja, das sind so coole Sachen, die hier gehen, auch mit mir zusammen, also auch Sachen, die ich erst so kurz vorher erfahre. Ach, du hast jetzt ein Interview mit Lena, ich denke mir so, okay. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, wir gehen jetzt zurück ins Hotel und machen uns dort ein bisschen fertig für die Show heute Abend. So, wir sind jetzt fertig, das hier ist mein Outfit, Ovenies, ein Kleidchen und eine Jacke. Und wir gehen jetzt runter, wir haben uns so schnell fertig gemacht, oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Was die Maybelline-Show so liefern wird, aber es wird auf jeden Fall spektakulär, denke ich. Und ja, bis gleich. So, ich bin jetzt im Taxi und zwar mit der Caro und mit der Paddy. Und mit meiner Schwester. Wir hoffen auf jeden Fall, dass keine Schlange draußen ist, weil wir alle so ziemlich leicht bekleidet sind. Oh, oh mein Gott, weiß nicht. Oh Gott. Du kennst doch Sarah von Twitter, oder? Ja, hallo Sarah. Ach, das ist Sarah, würde ich auch machen. Ja, klar. Alter. Hallo. Hi. Oh, du kommst am Arm. Oh, danke. Ich bin einfach mal so vor uns. Hi. Okay. Oh mein Gott. Du auch? Ja, nochmal. Danke. Okay, macht's gut, ciao. Danke fürs Foto. Ja, gerne. Hey, ich kann ja nicht mitnehmen. Ja, klar. Bella? Ja. So, wir warten jetzt noch einen kleinen Moment, bis wir auf den Red Carpet können. Waren auf den Rest von unseren YouTube und dann geht es los. Geh. Alles passt, ja? Ja. Ihr seht fast gar nichts mehr, es sieht total crazy aus gerade. Ich warte jetzt noch auf Dougie, weil ich sitze einfach immer in der ersten Reihe, oh mein Gott. Und ich weiß nicht, wer alles hier in der Reihe sitzt und ich irgendwie dazwischen. Guck mal. Boah, es ist voll creepy aus. Dreimal dürft ihr raten, wer hier sitzt. Vielleicht Gigi oder so? Alle stehen die ganze Zeit um sie herum. Aber ey, wir sitzen genau gegenüber von der Folge. Das ist, wir können sie die ganze Zeit beglotzen. Ich mach die ganze Zeit so. Die ganze Zeit um mein ranzoomen. Oh, mein Handy. Oh, dein Handy. Oh. Oh. Wie süß. Die Faye ist gerade nach vorne gegangen. Und sie macht jetzt ein Foto mit ihr. Das ist so süß. Das ist so süß. Oh mein Gott. Hey, lol. Setz dich einfach auf Gigi Hadids Schoß. Vielleicht mit dem Handy weitermachen, also ja, aber es passiert eh nicht mehr viel, deswegen sage ich einfach mal bis morgen, oder? Oder sage ich bis morgen, dann lade ich meinen Akku auf, okay? Guten Morgen, heute ist Tag 2 der Fashion Week und heute geht es eigentlich eher ein bisschen chilliger voran als gestern. Gestern war echt extrem viel los, aber wir gehen jetzt erstmal frühstücken und zwar mit Nix und danach ist die Lena Horschek Show. Und danach können wir ins Hotel gehen und uns fertig machen und abends ist dann die Riani-Show. Also eigentlich relativ entspannt. Zwischendrin habe ich noch nur kurze Interviews und nur kurze Drehs. Nichts Spektakuläres eigentlich. Ja, ich versuche euch wieder so viel wie möglich mitzunehmen und viel Spaß. Wow, Leute, das Wetter ist so krass. Ja, unser Taxifahrer gerade war extremst nett und hat gesagt, er ist Taxiunternehmen, es ist Gesetz, er darf hier nicht vor dem Zelt halten, so eine Scheiße. Deswegen. Ich würde gerne dein Outfit auf der Date fotografieren, wenn nichts dagegen hast. Das dauert noch ein paar Sekunden. Ja, es ist sehr spektakulär. Ja. So, wir sitzen jetzt diesmal
in der 5. Reihe, in der 6. Reihe, glaube ich. Wir haben schon mal ein schönes Goodiebag bekommen. Mit wieder schönen Sachen, das ist auf jeden Fall der Vorteil. Und die sind auf allen Sitzen, nicht nur ganz vorne. So, Lena Hoschek-Show war super, sehr tragbare Looks und auch Looks, die mir gefallen, ein bisschen 50er Jahre angehaucht. Wir gehen jetzt noch zum Maybelline-Stand. Hi, wir befinden uns jetzt auf Tag 2 der Fashion Week und ich habe jetzt mit mir hier zusammen die Patricia und die Lisa. Und gestern war ja schon die große Maybelline-Show, die Eröffnungsshow. Und was fandet ihr so? Ich fand es wahnsinnig toll, es war meine... Also, jetzt gehen wir ins Adlon und haben einen kleinen Lunch mit Lena und weiß nicht, wer da noch alles dabei ist. Oh, ich catch mich rein. So, wir sind ready mit Essen und jetzt haben wir gerade von Maybelline so eine geile Nachricht bekommen. Und zwar kriegen wir einen 100-Euro-Gutschein von der Galerie Lafayette. Und da werden wir jetzt hinfahren und dann tschüss und ein bisschen shoppen. Also wir sind jetzt drin und ich zeige euch gleich, wenn ich was gefunden habe. Aber ich denke, dass ich hier drin nicht filmen darf, so wie in allen Geschäften. Deswegen, ja, aber hier ist es krass reduziert alles. Michael Kors 50%, also wir werden auf jeden Fall was finden. So, zurück im Hotel und ich zeige euch kurz, was ich mir gekauft habe. Es ist diese wunderschöne Tasche von Michael Kors geworden. Ich zeige sie euch mal so im Licht. Ich finde sie mega geil. Sehr schön, wie ich finde. Und geile Farbe. Es ist mal was Außergewöhnliches. So, jetzt haben wir einen kurzen Moment, um uns zu entspannen und neu fertig zu machen, umzuziehen. Gleich um 20 Uhr ist die Riani-Show. Ich glaube aber, dass ich vorher mir noch was zu essen bestelle, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst aushalten kann, weil das Essen eben im Adlon war jetzt nicht gerade so geil, fand ich. Also die Vorspeise war ganz cool, aber... Dieses Extravagantes ist irgendwie gar nicht so mein Ding. Also du kriegst so kleine Häufchen und die Hälfte von den Sachen weißt du nie, was das ist. Ja, deswegen denke ich, werde ich mir jetzt irgendwie Pommes oder so bestellen. Mal sehen, was hier so auf der Karte ist. Was ist das? Eine Kaffeesorte, die so heißt. Ich glaube, ich bestelle mir doch nichts. Es sind irgendwie nicht so coole Sachen drauf. Also nur so... Es gibt nur kleine Snacks, Brot mit Salami oder so und ich habe irgendwie voll Hunger. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Mein Hunger war zu groß, ich habe mir doch was bestellt, aber es war eine Tapas-Variation, stand auf der Karte. Ja. Irgendwie etwas low, aber... Egal, ich hoffe immer noch drauf, dass es irgendwie kleine Häppchen oder so bei der Show gibt. Du hast es kaputt gemacht. Du musst es irgendwie ziehen oder so, ich weiß immer nicht. Ah! Geht nicht, ne? Nein. Ein schlechter Mensch. Oh, es hat sich gerade bewegt, aber nicht spielen. So, wir waren jetzt bei der Reality-Show, es war super. Und hallo, kannst du mal bitte leise sein, Dagi? Nein. Wir sind keine Häppchenesser, das Schnauze. Haben wir gerade. Ja, Nie fährt uns in ihrem Shuttlebus. Ja, wir fahren jetzt zu Nix, zu einem weiteren Essen. Ich habe das Gefühl, dieser Vlog besteht nur aus Essen und Show. Essen und Show, Essen und Show, weil wir machen hier eigentlich ein bisschen mehr. Ich werde mich jetzt, glaube ich, von euch verabschieden, weil ich jetzt ein bisschen entspanne und mit den Mädels schön ruhig frühstücke. Und Frühstück, habe ich gerade gesagt. Ich hab richtig einen an der Klatsche, oh mein Gott. Um 21 Uhr. Seht ihr, es ist besser, wenn ich mich von euch verabschiede. Wir gehen jetzt essen, okay?